Also, New York, Schweiz, Mailand, London, jetzt bist du da. Was ist der Plan? Jetzt mache ich Burberry und Tom Ford und dann gehe ich am Dienstag wieder zurück nach Mailand. Und dann ist Paris noch die letzte Woche. Und dort geht es. Und dann sind wirklich in Paris sind einfach alle müde, genervt und weiss einfach nur noch, auch in sich. Das ist eigentlich schade, nicht? Weil Paris gehört doch immer so schöne Sachen, eigentlich, wie toll sie ist und die sind alle voll. Ja, und Paris hat halt eigentlich die wichtigsten Designer. Also die eben Chanel und was auch immer. Aber es ist wirklich so, nach vier Wochen machst du einfach irgendwie nicht mehr. Das ist ja mega Stress. Wie schaffst du das nicht durchdrehst? Also letzte Saison, weiss ich nicht, ich weiss gar nicht, wie ich das geschafft habe. Okay. Weil es ist wirklich, nach der Chance bin ich wirklich so fertig mit den Nerven, ich nicht mehr mögen. Aber du musst einfach immer weitergehen. Und das Mal probiere ich es einfach ein bisschen lockerer anzugehen. Und das machen wir eben jetzt auch mit den Shows. Ja. Dass wir sagen, jetzt machen wir halt vielleicht weniger Shows als letzte Saison, aber dafür einfach exklusive, wo so einfach wirklich nur ein guter Name ist. Wann hast denn du so Downs? Das Einzige, wo mir manchmal schwerfällt, ist das Alleinsein. Also jetzt, du bist halt immer allein im Hotel oder irgendwie. Jetzt in Paris wohne ich mit einer Kollegin, das hilft sicher. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass ich das Private nicht irgendwie. Ja, weil es gibt viele Models, die einfach kein Privatleben haben, oder? Die geben dann alles nur für das Modeln. Und ich bin einfach nicht so, ich habe ein Privatleben. Und das möchte ich eigentlich auch wenn ich diesen Stress habe, irgendwie können. Ausleben, und das würde mir nachher noch helfen, nicht in das Loch hineinzugehen. Was ist denn so ein Moment, wo der mega geblieben ist, wenn du so zurückschaust? Ja, schon Alexander Wang. Ja, Mann, das ist schon mal geil. Das ist super. Ja, und vor allem, das ist für mich ist ein Designer, eben, ich lege es privat selber Wang an, wenn ich mir es gerade leisten kann. Als ich ans Casting gegangen bin und die 500 Mädchen gesehen habe und drei Stunden gewartet habe, habe ich gedacht, jetzt ist sie. Dann hatte ich ein Callback und dann bin ich confirmed. Und Joe war wirklich mega. Kannst du uns noch so Last-Minute-Tipps geben, wie wir jetzt die London Fashion Week sozusagen überleben, weil es ist das erste Mal da? Oder so. Das ist eine gute Frage. ja, ich glaube, es ist sicher wichtig, dass man den ganzen Modezirkus oder weiß ich nicht was. Ich finde es voll geil, dass du das so sagst, weißt du, von dir aus. Dass man das nicht allzu ernst nimmt. Ja. Ich glaube, es gibt nur Leute in diesem Business, die sich zu ernst nehmen. Und wo sie nie über sich selber lachen könnten oder weiss ich nicht was. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das Ganze eben, das habe ich auch lernen. Ich bin ja nicht verzweifelt und muss jetzt unbedingt das machen. Und wenn es passiert, ist gut. Und wenn es halt dann nicht passiert, dann passiert es halt dann nicht. Cool, in dem Fall danke vielmals.